No. Go. No. Go. Der Fußball-Podcast über Rapid und die Austria. Hallo und herzlich willkommen zu NoGo Folge 62. Es ist die Folge nach dem 339. Wiener Derby. Und lieber Stefan, herzlich willkommen auch an dich. Es gibt viel zu besprechen. Hallo Markus, es gibt viel zu besprechen und es ist wieder mal ein Unentschieden geworden. Genau. Das heißt, wir sprechen heute auf Augenhöhe. Niemand braucht sich verstecken. Stimmt, ja, stimmt. Kann man so unterschreiben und glaube ich, wie so oft ist niemand wirklich zufrieden. Ja, aber man muss schon auch sagen, dass uns gestern nach dem Spiel wirklich die Worte gefehlt haben. Also in unserer WhatsApp-Gruppe war es erschreckend ruhig. Und auch am Tag danach fällt es mir noch schwer, für dieses Spiel von Sonntag Worte zu finden. Also es ist so viel passiert und es war so eine Achterbahn der Gefühle auf beiden Seiten natürlich, dass ich nicht weiß, wo man da beginnen soll und wo man aufhören soll. Also es war echt ein Spektakel gestern. Das war es definitiv. Ich glaube, das war das bis jetzt irgendwie attraktivste Derby, das ich gesehen habe und mitbekommen habe. Und prinzipiell von dem, was es alles zu bieten hatte und die Leute hat mitfiebern lassen, glaube ich, darf es gern immer oder öfter so sein, auch wenn es dann hier und da den ein oder anderen ein paar Lebensjahre kostet. Stimmt. Und jetzt unterm Strich hat sich so ein Spektakel natürlich auch ein Unentschieden verdient, muss man sagen. Also wenn da jemand gestern verloren hätte, dann wäre es wahrscheinlich jetzt fürs Karma nicht so gut gewesen. Natürlich hätte ich mich über einen Austria-Sieg gefreut und dass das dann noch der Ausgleich, passiert ist, war ziemlich tragisch und traurig. Aber im Endeffekt, ja, nehme ich den Punkt auch. Klar. Du und auch von anderen Seite muss man natürlich auch sagen, so wie der Verlauf war, darf man dann auch von Rapid-Seite nicht ganz unzufrieden sein, dass es Anführungszeichen nur ein Punkt wurde. Aber ja, ich weiß nicht, wir wollen jetzt vorgehen. Gehen wir vor. Ich würde sagen, wir fangen mit Derby an. Ja, ganz klar. Ja. Ganz klar, aber gut, dann lasse ich dir mal den Vortritt. Ihr wart die ganze Gastmannschaft, dann gib du mal deinen Senf sozusagen ab. Das ist aber nett. Ja, ich meine, mein Senf. Es war eine gute erste Halbzeit von der Austria, obwohl Rapid aus dem Nichts in Führung gegangen ist mit 1:0. Dann konnten wir innerhalb von 3 Minuten das Spiel drehen, was zu dem Zeitpunkt verdient war. Und dieser Kerschbaumschuss, da ja, war halt auch wieder so ein 1000-Gulden-Schuss, der nie hätte schießen können dürfen aus dieser Position. Und das war dann das 2:2, mit dem man dann in die Halbzeit gegangen ist. Die zweite Hälfte, meiner Meinung nach, hat gut für die Austria begonnen mit der roten Karte für Cassius. Wenn man sich die Fernsehbilder anschaut, war das auch eine berechtigte rote Karte, die man geben kann. Haben sogar Rapid-Spieler gesagt, deswegen glaube ich, gibt es da wenig Diskussion. Werden wir dann sehen. Ja, trotzdem war das dann halt die zweite Halbzeit so ein typisches Spiel gegen eine Mannschaft, die nur noch zu zehnt ist, die alles reinhaut und auf keinen Fall verlieren will. So ist Rapid dann auch aufgetreten. Die Austria war da zu passiv und hat irgendwie nicht mehr ein Spiel gefunden oder hat es nicht geschafft, da Akzente zu setzen. Trotzdem ist man dann 3:2 in Führung gegangen und dann dieser ja, muss ich auch zugeben, war ein wirklich schöner Freistoß von Krühl, der dann das 3:3 bedeutet hat. War dann meiner Meinung nach ein gerechtes Ergebnis, obwohl es auch dieses Mal wieder hat es keinen Elfmeter gegeben für die Austria, obwohl da wieder ein Ellbogencheck dabei war. Das war halt ein bisschen ein fahler Beigeschmack, aber ja,
ich möchte jetzt nicht einer sein, der sich immer auf die Schiedsrichter ausredet. Die Austria hätte da schon im Spiel den Sieg klar machen müssen, hat es nicht gemacht. Jetzt hat man den einen Punkt, mit dem muss man zufrieden sein. Man ist noch immer ungeschlagen in dem Stadion. Das war, glaube ich, auch eines der großen Ziele, dass diese Statistik weitergeht. Und ich glaube, das größte Ziel von den Austria-Spielern war auch, dass die No-Go-Serie weitergeht. Seitdem es den Podcast gibt, hat Rapid noch nie ein Derby gewonnen. Und das haben sie auch geschafft. Das ist jetzt einmal in aller Kürze mein Senf zu dem Spiel und soll als unsere Diskussionsgrundlage gelten. Ja, die Tabakovic-gelb-rote Karte, ja, war auch ein bisschen streng, aber der Rapidler war sehr weit unten mit Kopf. Das hat der Tabakovic nachher auch im Interview gesagt. Man kann sie wahrscheinlich trotzdem geben, die gelbe Karte. Das muss ich auch als Austrianer sagen. Ja, ich glaube, insgesamt trifft schon einiges zu, was du schon wiedergegeben hast jetzt, Stefan. War, glaube ich, das erste Momentum war, sehe ich auch so, war auf Seiten der Austria. Irgendwie so die ersten 5 Minuten eher so ein bisschen ausgeglichener. Dann hat man schon das Gefühl gehabt, die Austria hat das Heft eher in der Hand. Und über das ganze Spiel auch eigentlich spielerisch mehr ja, Grundlagen gehabt und mehr zu überzeugen gewusst von dieser Warte her. Und dann war es eben eigentlich auch so aus dem Nichts, dass Rapid das Tor gemacht hat. Ausnahmsweise mal wirklich schnell gespielt, sage ich jetzt mal, also gedanklich schnell im Kopf den Einwurf schnell ausgeführt, die Flanke schnell geschlagen und dann war es, glaube ich, eines der einzigen Kopfballduelle in dem gesamten Spiel, das der Burgstaller wirklich gewinnen konnte, weil er da aus den Augen verloren worden ist von den Austrianern und baut dann seine Serie aus und trifft erneut. Dann war es, glaube ich, so, dass über die nächsten 10 Minuten Rapid die Sache im Griff hatte. Und dann war es für mich eher umgekehrt, dass die Austria dann so bitte aus dem Nichts den Ausgleich gemacht hat und dann gleich zum Doppelschlag ausgeholt hat. War natürlich dann ein Schock auf grün-weißer Seite. Da hat man so ein bisschen den Eindruck gehabt, als hätte die Austria wieder die Zügel richtig in der Hand. Also von daher war es auf jeden Fall so ein Derby, das so krasse irgendwie Phasen hatte, dass ich das noch nie erlebt hatte. Dass man gesagt hat, hey, jetzt ist wirklich die Mannschaft so am Drücker, jetzt ist die so am Drücker, dass man gesagt hat, ja, die eine Halbzeit hat Team X gehört und die andere Halbzeit Team Y, kommt, glaube ich, immer mal wieder vor und in jedem zweiten Spiel. Aber dass er wirklich hier so die Phasen so stark prägend waren, immer für ein Team, fand ich irgendwie, ja, krass und habe das noch nie so arg erlebt, sei es in einem Derby, sei es auch in vielen anderen Spielen. Dann war es fast wieder so ein bisschen aus dem Nichts, dass Rapid zum zweiten Treffer gekommen ist. Kerschbaum wirklich mit einem sehenswerten Tor. Die Entstehung war ein bisschen glücklich, glaube ich mal, dass der Ball so da gelandet ist. Über das gesamte Spiel gesehen, glaube ich, hat er auch hier so einen Impact gehabt. Jetzt nur auch aus reiner Rapid-Sicht. Dass man im Gegensatz zum letzten Derby wirklich der Wille komplett da war, egal wie es da mal gelaufen ist und in welcher Phase man sich tatsächlich befunden hat. Man nie das Gefühl hatte, jetzt geben sie sich auf, beziehungsweise jetzt wird nicht mehr daran geglaubt, dass X oder Y möglich ist. Also man ist da komplett am Ball geblieben und kaum war das 2-2 gefallen, hat man auf der Gegenseite gedacht, hey, jetzt gibt es 11 Meter, na toll. War dann eben dann doch nicht der Fall, knapp außerhalb verlegt worden, trotzdem dann noch eine gute Möglichkeit für die Austria geworden. Also mein Eindruck in der Halbzeit war, die zweite Halbzeit kann eigentlich nur enttäuschen nach dieser furiosen ersten Hälfte. Wurde dann eigentlich ziemlich schnell widerlegt mit der roten Karte. Also aus Stadionsicht hatte ich eigentlich gedacht, na, nie eine rote Karte. Sie haben leider nur eine Einstellung gezeigt, Sky betrachtende Bilder, sage ich, kann man geben. Finde aber auch nicht muss, vor allem war eigentlich schon im Stadion für mich ersichtlich und dann auch in der Zusammenfassung dann, wenn man auf den Schiedsrichter schaut, ich glaube, der Schiedsrichter hätte gar nicht wirklich Foul gegeben.
in erster Initiative. Ja, aber dafür hat man ja den Linienrichter. Ja, aber, und der hat sofort gewackelt. Ja, ja, ist okay, aber von Schiedsrichter will kein Foul geben zu Schiedsrichter gibt dann glatt rot. Ist irgendwie wenn ihm der Linienrichter informiert, was da passiert ist, wenn er das so nicht mitbekommen hat, dann hat er Vertrauen zu seinen Assistenten und kann das geben. Und ich habe auch in den Fernsehbildern das Gefühl gehabt, dass Cassius versucht, das Bein noch zurückzuziehen. Mhm. Aber leider war das eine Sekunde zu spät oder zwei Sekunden zu spät, weil die Berührung schon da war. Im Gegensatz zu Burgstaller bei Früchtl, der noch rechtzeitig das Bein angewinkelt hat und deswegen da nochmal mit einem blauen Auge im wahrsten Sinne des Wortes davon gekommen ist. Und das sind schon so zwei Unterschiede und das hat meiner Meinung nach der Schiedsrichter in den beiden Situationen dann schon gut entschieden. Dass man, ob man in einem Derby jetzt dann am Anfang der zweiten Hälfte eine rote Karte geben muss oder nicht, hätte er keine rote Karte gegeben, dann hätte er wahrscheinlich wieder totale Kritik über das Schiedsrichterwesen in Österreich eingeprasselt. Weil ich muss schon sagen, overall, auch wenn der Elfer für die Austria nicht gegeben wurde, dann zum Schluss des Spiels, aber im Gegensatz zu den letzten Wochen war das eine souveräne Schiedsrichterentscheidung, der das Spiel, und der Schiedsrichter hat meiner Meinung nach das Spiel die ganze Zeit im Griff gehabt. Habe ich nicht ganz so erlebt, muss ich sagen. Ich finde allein schon, wenn ich zwei Elfmeter gebe, die dann zweimal zurückgenommen werden müssen, finde ich, kann es keine gute Leistung gewesen sein. Naja, aber die waren ja knapp außerhalb. Das kann man ja nicht sehen. Also das war. Ist wie es ist, da muss ich auch da sagen, da muss ich auf das Team und auf seinen Assi verlassen können, dass der es dementsprechend so sieht. Also, bitte sag nicht Assi. Der Assi hat einen besseren Blick. Nein, auf seinen Assistenten halt. Verlassen können, also nee, also deswegen, das habe ich auch gestern schon in unserer Stammtischgruppe dann gedacht, wenn ich mich als Schiedsrichter dann zweimal overrulen lassen muss und dann einsehen muss, es war doch jeweils kein Elfmeter, sondern sogar außerhalb. Wäre die letzte Aktion nicht gegeben, wäre das für mich ein typisches Beispiel, warum es den VAR geben sollte. Hm. Weil das war eigentlich meiner Meinung nach noch mustergültig. Der Schiedsrichter macht eine falsche Entscheidung auf dem Platz, ist sich aber nicht so gut, diese zurückzunehmen, das sogar zweimal. Und so soll es sein, weil warum habe ich einen Videoschiedsrichter? Und ich meine mit der Schiedsrichterleistung natürlich, wenn man jetzt heutzutage 2023 Schiedsrichterleistung sagt, dann meint man nicht den Mann auf dem Platz, sondern dann meint man natürlich auch den VAR im Keller. Mhm. Ja gut. Und das muss ich sagen, das war... Wenn man die letzte Szene, weil da verstehe ich weiß jetzt nicht, wie du das siehst, ja, mhm. Kann man natürlich, oder meiner Meinung nach muss man Elfer geben, aber ich möchte mich jetzt nicht auf diese Szene aufhängen, weil ich mir denke, wenn die Austria das Derby gewinnen hätte wollen, nein wollen, sie wollten es natürlich gewinnen, aber hätte können, dann hätte man das schon viel früher machen müssen, beziehungsweise hätte man dann gegen 10 Rapidlern dominanter auftreten müssen in der zweiten Halbzeit, Punkt. Aber jetzt finde ich halt die letzte Aktion schade, weil das schon wieder die Leistung ein bisschen trübt, aber nach den Skandalleistungen von den letzten Wochen, und die nenne ich bewusst so, war das eine Top-Leistung vom Schiedsrichterteam. Mhm. Okay, ja. Ist deine Meinung. Ja, ist meine Meinung. Ist er vollkommen okay und legitim. Zur letzten Szene im Stadion habe ich es nicht wirklich gut gesehen und in der Zusammenfassung war es nicht mit drin. Okay. Also von daher kann ich nichts dazu sagen. Okay. Ich schick's dir dann, vielleicht finde ich es. Im Internet wird es sicher herumgeistern. Ja. Zweite Hälfte, ja, wie gesagt, begann dann eben... aus Rapid-Sicht denkbar schlecht mit der roten Karte. Darf ich noch kurz noch was, weil du ein bisschen länger zusammengefasst hast als ich. Weil du gesagt hast, dass die Austria die bessere Spielanlage in der ersten Hälfte hatte. Ich finde das auch gar nicht überraschend, weil ja auch in den letzten Wochen die Austria schon viel kompakter und dominanter aufgetreten ist als Rapid. Rapid hat jetzt eine gute Leistung gegen Austria Klagenfurt gehabt. Davor eigentlich relativ durchwachsene Leistungen. Wenn man sich jetzt leistungstechnisch, nicht ergebnistechnisch anschaut, dann ist die Austria derzeit, würde ich schon sagen, den Schritt weiter als Rapid. Ja, ich glaube, das hat sich und so fair muss man sein, in allen Derbys bisher, glaube ich, gezeigt, dass die Spielanlage der Austria reifer ist als die von Rapid. Ja, ich meine, das ist natürlich auch dem Trainerwechsel geschuldet, jetzt bei Rapid meine ich. Weil natürlich der Zoki Barisic das Spiel anders aufzieht als ein Feldhofer. Und ich meine, ich will jetzt nicht wieder alte Wunden
aufreißen, aber dass der Feldhofer krachend gescheitert ist, da wird es wenig Diskussionen geben. Zumindest bei Rapid ist er krachend gescheitert. Ja, also auf jeden Fall zocke ich eine ganz andere Spielauffassung, Spielanlage und ja, dass man jetzt hier dann einfach noch nicht so weit ist, ja, ob jetzt nur daran festzumachen ist, sicher ging dadurch jetzt Zeit verloren in Summe, aber ja, der Michi Wimmer ist jetzt auch noch nicht Ewigkeiten mit da und es wurde ja dann eben auch dieser Wechsel gemeinsam beschlossen, Schmid und die Austria-Führung, dass sein Stil eben nicht so adaptiert werden kann, wie sich die Vereinsführung vorstellt. Also gab es ja auch da irgendwie einen Wechsel. Also ja. Ob es jetzt eben daran liegt, dass die vielleicht die Austrianer das schneller, besser umsetzen können, mehr Qualität haben als Rapid, weiß ich nicht. Also ich finde, ich glaube, sind wir uns vielleicht auch diesbezüglich einig. Die riesigen klingenden Namen in ganz Europa haben ja beide in den Mannschaften nicht oder sind nicht zu finden. Ich glaube, der bekannteste Name, wenn man so beide Teams zusammennimmt, ist der Burgstaller, weil er einfach halt schon in Deutschland irgendwie bekannter war. Und ansonsten haben, glaube ich, beide Teams eine ganz interessante Mischung aus Jung und Alt und was hier noch irgendwie heranwachsen kann. Aber ja, wie gesagt, im Moment setzt die Austria, glaube ich, die Pläne von Wimmer besser um, als es bei Rapid der Fall ist. Und wenn wir schauen, wie es dann in weiterer Verlauf der Saison dann halt punktetechnisch und dann im Endeffekt auch dann beziehungstechnisch dann aussieht, was man noch draus machen kann. Ja, das wird sich natürlich zeigen. Nichtsdestotrotz war das gestern wieder mal ein hitziges Derby und ich finde auch schön, dass sich wieder so neben Burgstaller natürlich auch, aber auch Krühl hat mir von der Körpersprache jetzt als Kapitler sehr gut gefallen. Tabakovic ist für mich auch ein super Derby-Typ, also der ist da voll dabei, voll on fire und auch in seinen Gesten, Mimiken. Fischer mit Sicherheit auch. Fischer natürlich, ja. Sind natürlich wieder Spieler, die auch ein bisschen polarisieren können, vor allem auch bei den Fans, auch bei den gegnerischen Fans, da so ein bisschen vielleicht auch provozieren. Und auch Niklas Hedel hat Tabakovic schön verabschiedet. Also ich finde, man hat gestern wieder ganz, ganz viele Derby-Elemente gesehen, die wir uns wünschen, einfach als Zuschauer. Jetzt nicht unbedingt als Austrianer und als Rapidler, weil man sich dann natürlich auch ärgert und selbst provoziert fühlt und am liebsten aufs Spielfeld laufen würde. Aber als neutraler Zuschauer, für die neutralen Zuschauer, war das gestern natürlich ein Bombenspiel. Ja, aber da läuft ja dieses Zimmermann-Thema mit rein, das wir, glaube ich, jetzt eh schon öfters aufs Tableau gebracht haben. Zuletzt auch im Special mit Andy Ogris, kam letzten Freitag raus, wer es noch nicht gehört hat. Auch da ist es, kommt die Sache vor. Und ich glaube, das sind wir ja doch im Endeffekt alle drunter froh. Sicher, in dem Moment trägt sich auf und so sagst, ja, dann würde ich am liebsten in die Gurgel gehen. Aber ja, das habe ich nicht gesagt, ich habe gesagt, aufs Spielfeld laufen, aber dann würde ich natürlich das Gespräch suchen. Achso, und dann würdest du nur umarmen, liebevoll. Ja. Nein, umarmen, ich umarme doch keinen Rapidler. Das hat schon für die Fotos bei dir gekriegt. Nein, sildbindlich ist doch ganz klar, wo man denkt, ich glaube, das hat auch jeder immer gedacht, sei es in dem Spiel gestern, sei es in anderen Spielen, den Schiedsrichter würde ich gerne mal in den Arsch treten. Trotzdem, wenn dann die Gedankengänge weitergehen, nein, würde ich natürlich dann nicht machen, wenn es dazu käme. Auch wenn ich für Millisekunden diesen Impuls habe, ich glaube, das ist ganz normal. Ich glaube, das ist auch, wenn man irgendwo mal aktiv ist, denkt man, jetzt würde ich doch am liebsten immer mal reinschwarten. Aber ja. Man zu 99% macht man es dann nicht, weil einfach dann der Kopf doch schlauer ist. Ja, nein, das ist auch zum Glück. Das sehe ich genauso. Und ja. Das macht uns Fußballfans ja auch ein bisschen aus. Richtig. Um jetzt nochmal kurz zum Derby zu kommen. Ja, Entschuldigung. Zweite Hälfte eben, wie gesagt, mit dem Ausschluss. Und dazu sehe ich es dann auch sowieso, die Austria dann irgendwie überraschend passiv dann gewesen. Zu passiv. War es überraschend? Ich habe dann eigentlich schon gedacht, dass sie da auf Biegen und Brechen schauen, dass sie da halt mehr draus machen. Es war dann irgendwie, ja. Es war irgendwie phasenweise dann fast so über die Umschaltkontermomente, dass Rapid fast die besseren Möglichkeiten hatte, trotz der Unterzahl. Sehe ich genauso, ja. Aber das ist genau das, okay, 47. Minute, rote Karte, der Gegner ist nur noch zu 10 am Feld. Du hast eigentlich jetzt eine numerische Feldüberlegenheit und wenn du dich dazu sicher fühlst oder wenn die 10 Mann am Platz dann noch mehr beißen und noch zwei Gänge hochschalten, um ja nicht als Verlierer
vom Platz gehen zu müssen, dann tun sich die anderen Mannschaften dann schon nochmal schwer. Da ist jetzt nicht die Austria die erste Mannschaft, die sich gegen 10 Mann schwer getan haben. Ich möchte jetzt auch niemanden in Schutz nehmen und rein theoretisch, auch wie es unser Trainer gesagt hat, muss man das Spiel dann fertig spielen und gewinnen. Aber ja, es ist immer unangenehm, gegen einen angeschlagenen Gegner zu spielen. Ja, und dann aber dieses 3-2 der Austria war dann schön. Da war dann über links, also wenn die so der linke Abwehrseite von Rapid, wo man irgendwie den Zugriff nicht so wirklich gekriegt hat. Und ja, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Tabakovic kein Sprintwunde ist und den dann so lange alleine laufen zu lassen. Ja, also der wurde zu passiv angegangen. Eigentlich wurde er gar nicht angegangen von drei Verteidigern. Da muss dann einer, und ich rede bitte hallo nicht davon, irgendwie von wegen, den muss man jetzt irgendwie verletzen, irgendwas, aber da muss man das Foul ziehen, ihn einfach festhalten oder sowas. Ja, natürlich, ja. Also den darf man nicht so durchspazieren lassen. Vielleicht haben sie gedacht, jo, der hat jetzt ein Tor schon gemacht, der wird nicht nochmal treffen. Ich glaube. Und er hat ja derzeit auch keinen Lauf, also von daher war das irgendwie arg fahrlässig. Also ich finde ihn ja noch immer, ich weiß jetzt nicht, ob ich ihm da Unrecht tue oder nicht, aber wenn er den Ball führt und so einen Sprint ansetzt, wie jetzt beim 3-2 gegen Rapid am Sonntag, er erinnert mich immer irrsinnig an Peter Crouch irgendwie. Und es tut schon ein bisschen weh, mit den langen Beinen dazu zu schauen, wie er läuft. Aber ich glaube auch, dass die Rapid-Abwehr mit einem Pass auf Dovid angerechnet haben, weil der ja vollkommen freigestanden ist und sie da einfach den Passweg auch ein bisschen zustellen wollten. Der ist dann aber nie gekommen, weil Tabakovic derzeit das berechtigte Selbstvertrauen hat, das einfach jetzt eigensinnig selbst zu machen. Und es wurde dann ja auch belohnt. Ja, da war ja noch ein Verteidiger da, der hat sich eben mehr nach Dovid dann orientiert, statt drauf zu gehen. Ja. Auf der einen Seite kann man sagen, ja, wäre er drauf gegangen, hätte er drüber gelegt und wahrscheinlich hätte Dovid dann ins Anführungszeichen leere Tor getroffen. So war es vielleicht für den Torhüter im 1:1 ein bisschen einfacher, so drauf zu reagieren. Auf der anderen Seite haben wir auch schon oft gesehen, wenn dann so eine Rüberablage gibt, dass der Ball rüberspielt, oftmals kommt er dann nicht genau genug und dann ist es dann doch nicht das erwartbare Tor. Also ja. Hetivari ist nicht draufgegangen, konnte es allein machen, hat das Tor gemacht, 3-2 für die Austria. Und ja, also da habe ich schon wirklich kurzzeitig gedacht, oh je, ob das jetzt noch was wird, wage ich zu bezweifeln. Aber dann war es dann immer noch so, dass das ja weiterhin hin und her gewogt hat und eigentlich gleich wieder Anstoß, langer Ball von Burgstaller auf Schick und dann eben der zweite vermeintliche Elfmeter, der gegeben wurde, den es dann erneut nicht gab. Aber aus dem eben heraus sich kristallisierend der erste Freistoß, der dann in kurzer Folge auch zum zweiten Freistoß geführt hat, den dann Kröll dann wirklich wunderbar versenkt hat zum Ausgleich. Und danach, muss ich sagen, fand ich es für mich immer noch irgendwo beeindruckend, dass dann beide zumindest bis in die Nachspielzeit beide Mannschaften immer noch den Sieg wollten und nicht gesagt haben, okay, es reicht jetzt, wir haben schon genug Drama geboten aus dem Haus, sondern man für mich auf der Tribüne immer den Willen gespürt hat, dass beide den Dreier noch haben wollen. Ja, das stimmt, das war wirklich packend bis zum Schluss und fast nicht zum Hinschauen mehr. mich würde jetzt interessieren, rollen wir das Spiel nochmal von vorne auf? Mhm. Was sagst du zur Aufstellung von Rapid und zu den Wechseln während des Spiels? Also mich hat es gewundert, dass Glasmüller nicht in der Startelf stand. Nein, dass Page, Kerschbaum und Oswald dann eigentlich für mich eigentlich 3 Sechser aufgeboten worden sind. Mhm. Also ich habe da irgendwo schon Greil vermisst. Ich fand nachher, als er gekommen ist, war irgendwie auch so ein belebendes Element schon, der etwas den offensiveren Part einnimmt. Und dann habe ich also die Viererkette, wobei natürlich immer Auer und Kasius so lange am Platz war, eigentlich schon welche sind, die ihre offensiven Qualitäten haben. Also, aber wurscht. Viererkette und dann eigentlich 3 Sechser. Oder 3 eher defensivere Mittelfeldspieler. Und aber trotzdem hat man dann solche Lücken zugelassen wie von dem 1:2 und 2:2, oder 1:1 und 2:1 für die Austria.
Nummer sich, wie er ganz klar in der Defensive nicht gut verhalten hatte. Das hat mich dann irgendwie schon, ja, was heißt gewundert, beziehungsweise mich in meinem ersten Impuls bestätigt, dass ich eher den Kral gebracht hätte, weil auch wenn er vielleicht dann nicht noch zusätzlich hätte Lücken schließen sollen, wie es bei den anderen angedacht war, die haben es irgendwie zu dritt auch nicht hingebracht. Also wäre es eh schon wurscht gewesen. Dann ansonsten die Wechsel. Ja, gut, ich meine, dass Mormann am Schluss Querfeld ersetzt, war einfach verletzungsbedingt geschuldet. Die anderen Wechsel fand ich okay. Ich fand es aber trotzdem eigentlich schade, dass vielleicht auch Graz am Ende, nachdem Tabakovic-Ausschluss und dann wieder numerische Gleichheit hergestellt war, vielleicht nicht noch der Impuls gekommen ist, mit Kühn und Zimmermann noch ein bisschen mehr zu versuchen. Das hat mich nämlich gewundert, dass Kühn nicht ins Spiel eingegriffen hat. Und eigentlich auch Zimmermann, weil ich hätte vielleicht Zimmermann den Vortritt gegenüber Greuff gemacht, weil der einfach auch mehr Emotion aufs Spielfeld bringt und vielleicht dann auch noch einmal da mitreißen kann. Nicht nur die Fans, sondern auch die Spieler. Ja, habe ich ähnlich gesehen auf der einen und auf der anderen, nachdem, auch wenn wir ein Kopfballtor durch Burgstaller gemacht haben, wo eben frei war, war es eben sonst für mich offensichtlich, dass da bei der Austria-Verteidigung in der Luft kaum was gegen die möglich war und dann vielleicht so die Idee war, dass Dröfter mehr Chancen haben könnte. Weil mit Zimmermann, ja, hätte es ja in diese Richtung auch wieder nichts gerissen. Das war vielleicht so dieser Hintergrund, könnte ich mir vorstellen. Ja, ansonsten, wie gesagt, fand ich's okay, aber ich hätte es cool gefunden, wenn vielleicht dann eben Kühn und oder Zimmermann auch noch eine Chance bekommen hätten. Aber ja, spätestens dann mit dem letzten Querfeld-Mormann-Wechsel war die Geschichte dann erledigt. Und ja, es war halt direkt vor diesem 3:3-Ausgleich, dass er Dröf gebracht hat. Und wäre halt die Frage gewesen, wenn das 3:3 in Oitzhall früher gefallen wäre, ob dann vielleicht nicht die Wechseloptionen anders ausgefallen wären. Wie war es von deiner Warte aus? Du Naja, wir warst mussten komplett zufrieden mit der Leitner. Aufstellung? Ich war eigentlich zufrieden, aber Michael Wimmer macht es uns Austrianern ja in letzter Zeit auch relativ einfach, weil er einfach seine Kernelf gefunden hat und die auch Woche für Woche ranlassen kann. Das ist natürlich auch dem geschuldet, dass man nicht mehr international irgendwie vertreten ist und keine Doppelbelastung mehr hat. Und so kann eigentlich Woche für Woche dieselbe Mannschaft auflaufen. Es gibt hier und da so ein bisschen Unterschiede. Zum Beispiel ist Jukic jetzt aus der Startelf gefallen. Der war letzte Woche ein bisschen kränklich, ist auch diese Woche nicht im Aufgebot der ersten Mannschaft gestanden. Polster hat Leitner eigentlich 1:1 ersetzt. Die beiden Außenspieler bei der Austria, also es geht ja auch viel über die Außenspieler bei der Austria, also über Ranftl auf der einen Seite, beziehungsweise Leitner oder jetzt eben im Derby Polster auf der anderen Seite. Das hat mich auch gewundert, muss ich sagen, in der ersten Halbzeit, dass das Rapid überhaupt nicht am Schirm hatte. Also ich finde, die hatten die Außenbahnen überhaupt nicht unter Kontrolle oder überhaupt nicht irgendwie zugestellt, sondern da konnte die Austria über Außen eigentlich immer relativ leicht vorspielen. Das hat mich gewundert. Und ja, die wechseln. Also er hat dann Gruber ausgewechselt und Braun wieder ausgewechselt. Gruber hat für mich ein super Spiel gemacht. Vielleicht reicht es noch nicht für 90 Minuten, hat seine Leistung auch mit einem Tor belohnt. Jukic hat seine Sache dann eigentlich auch ganz gut gemacht. Beziehungsweise Dovedan, ja, war meiner Meinung nach eher unauffällig, aber war jetzt kein Unsicherheitsfaktor. Und ja, der Wechsel in der 90. Minute, wo Fitz raus musste und Holland Ryan kam, war ja. War jetzt da quasi ist eigentlich auch nichts mehr passiert und wie sagt man, Holland war nicht bewertbar, weil zu spät eingetauscht. Ja, also ich bin mit der Aufstellung zufrieden, ich bin mit dem Spielsystem zufrieden. Ich hätte mir, muss ich sagen, als Schmidt gegangen ist, nicht gedacht, dass man mit einer Dreierkette erfolgreich sein kann bei der Austria, weil ja Schmidt auch daran ein bisschen gescheitert ist, unter Anführungszeichen, also mit Dreierkette spielen lassen hat. Hat sie immer viele Gegentore bekommen. Michael Wimmer hat da ein Rezept gefunden für das System, für das gewünschte System, was diesem neuen Austria-System entsprechen soll. Und was halt derzeit auch Freude macht, ist, dass die Gegner, egal wie sie heißen, ob sie jetzt Salzburg heißen oder
Wurscht, Lask, Rapid, keine Ahnung, Probleme mit dieser Spielanlage haben. Und das ist derzeit schön anzusehen. Auch wenn ich sagen muss, der letzte Sieg der Austria ist der Derby-Sieg gewesen. Seitdem gab es 3 Unentschieden und jetzt ist wirklich mal wieder Zeit, da wirklich voll anzuschreiben. Ja. Es waren wieder viele Themen in einer Antwort, es tut mir leid, aber es ist einfach viel zu besprechen. Ja, passt schon, passt schon. Ja. Genau. Was? Ja, bitte. Nein, du wolltest anfragen. Ich wollte nur fragen, war es das von deiner Warte aus vom Derby oder gäbe es noch etwas hinzuzufügen? Ich finde es einmal schön, dass es weniger Ausschreitungen gegeben hat. Also es hat nicht die großen Ausschreitungen gegeben, die es beim letzten Spiel gegeben hat. Also das fand ich einmal gut. Natürlich war das auch mehr Polizeipräsenz geschuldet und so weiter und so fort. Und ja, das wollte ich nur nochmal sagen, dass unsere Kampagne anscheinend gefruchtet hat. Ja, freut mich natürlich dementsprechend auch. Und ich hoffe, das macht Schule und es wird dann auch am Muttertag sehr ruhig zu gehen, außerhalb des Stadions. Beziehungsweise außerhalb des Platzes. Ja. Jetzt nur weil ich sehe noch, und ich hatte irgendwie mein Gefühl anders, also ich fand beide Torhüter schwer in Ordnung, dass Christian Früchtlein nur vom Kicker eine 3,5 erhalten hat, während Hedl eine 3 bekommen hat. Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt notwendig ist, aber ja. Ich glaube, diese Spielerbewertungen, das ist halt auch immer relativ eine relativ subjektive Sache. Ich meine, alleine wie groß sich Früchtl gemacht hat, als Krühl vor ihm gestanden ist und sich nicht überheben hat lassen. Ja, war einfach ein gutes Timing, glaube ich. War gutes Timing. Also ich glaube, beide hatten ihre guten Momente, ihre wichtigen Momente. Vielleicht ist Früchtl um die Nuance schlechter bewertet, weil er... War das beim Kerschbaum-Tor oder beim Krühl-Tor? Irgendwo hat er seine Hände noch dran gehabt und es nicht geschafft, dann trotzdem den Ball raus. Beim Krühl-Tor war das ja. Aber ich glaube trotzdem, dass es unhaltbar war. Also deswegen, also für mich war das eine gute Leistung von beiden Torhütern. Ja, fand ich eigentlich auch. Also ich wüsste jetzt auch nicht. Ja, es gibt diesen alten Spruch, wenn man Ball dran ist, kann man ihn auch halten. Aber er war dran und segelt dann auch noch gegen den Pfosten. Also ich wüsste jetzt auch nicht, was er dann noch mehr hätte machen können. Sicher mit ein bisschen Glück, aber Glück, es sollte sich ja nicht in der Benotung widerspiegeln. Glück ist ja nicht gleich können. Ja. Also von daher verstehe ich das nicht so ganz. Und der beste benotete Spieler war Tabakovic übrigens mit 1,5. Ja, ich habe es auch vor mir, weil du hast mich auf den Kicker gebracht. Ich habe dich nicht nur am Kicker, auch am Kicker. Genau. Auch verdient, muss ich sagen, weil das derzeit ähnlich wie Burgstaller für Rapid so ein wichtiger Stoßstürmer ist, der auch den Unterschied ausmachen kann und alleine von der Quote her ein bisschen treffsicherer auch als Burgstaller ist in letzter Zeit. Und wahrscheinlich hätte er diese Form schon zu Saisonbeginn gehabt, wäre das wahrscheinlich ohne Diskussion jetzt schon feststehender Torschützenkönig der österreichischen Bundesliga. Naja, Hetti Bari haben wir ja heute schon mal gehabt, A1 und ja. A2. Nochmal, es gibt es ja immer während der Saison irgendwo ein Tief. Er hat das anscheinend ja am Anfang gehabt, beziehungsweise auch irgendwie vom System und vom Vertrauen vom alten Trainerteam nicht so überbordend da, wie es jetzt da ist. Genau, wobei man da halt auch sagen muss, war ein neuer Stürmer, hat dann gespielt die ersten Spiele, hat nicht getroffen, hat nicht funktioniert. Natürlich setzt er dann den Spieler auf die Bank und lässt ihn dann reinkommen. Und beim Reinkommen hat er dann auch halt nicht so viel getroffen wie jetzt. Also jetzt ist ihm wirklich der Knopf aufgegangen. Also ich würde da jetzt auch dem Manfred Schmidt keinen Vorwurf machen, dass der den Tabakovic nicht spielen hat lassen, weil hätte jeder andere Trainer wahrscheinlich auch so gemacht. Wenn du einen Stürmer aufstellst, der einfach nicht trifft, und der dann auch noch unglückliche Passes spielt, unglücklich die Bälle verliert und das hat Tabakovic am Anfang der Saison ohne Diskussion gemacht, dann wird er wahrscheinlich weniger Spielzeit bekommen. Und natürlich, sein Glück war der Trainerwechsel und sein Glück war, dass er sich in der Vorbereitung super präsentiert hat und da die Form gefunden hat und so dann auch jetzt in der Rückrunde zeigt. Mhm. Schauen wir mal, wie es formtechnisch dann weitergeht mit Tabakovic und auch Burgstaller. Aber ja, gerade jener welcher ist jetzt erstmal gesperrt, genauso wie Kasus. Also von daher, das macht die Geschichte beim LASK nicht einfacher. Genau, LASK, das nächste Spiel für Rapid am kommenden Sonntag mit gesperrten Burgstaller und Kasus. Aber die Austria denkt sich, wir setzen da noch eins drauf.
Wir spielen gegen Klagenfurt am Sonntag mit einem gesperrten Tabakovic und Fitz. Sind bei Rapid nicht 3 Spieler gesperrt? Kann auch sein, dass noch einer gesperrt ist, ich weiß jetzt nicht. Okay. Den 2 weiß ich definitiv. Glaube, oder sind bei der Austria 3 Spieler gesperrt? Nein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall die 2, die wir genannt haben, kompetent wie wir sind und unvollständig sind, wie wir sind, haben wir auf jeden Fall Schlüsselspieler gesperrt in der nächsten Runde. Und auch wenn ich jetzt kurz auf Austria-Sicht, aus Austria-Sicht sprechen darf, auch vom Papier her ist Austria Klagenfurt natürlich der leichteste Gegner in der Meistergruppe, ohne Diskussion. Das zeigen auch die letzten Ergebnisse von Klagenfurt, eigentlich durchaus nur Niederlagen. Aber gerade das macht das gefährlich und auch gerade das, da muss die Mannschaft schon alarmiert sein, dass man den Gegner nicht unterschätzt und auch gleich von Anfang an unter Kontrolle hat. Weil das wird sicher, ich sage mal, diese 2 Klagenfurt-Spiele werden sicher die unangenehmsten Spiele in der Meistergruppe, weil man da einfach die Spannung auch medial im Vorfeld wahrscheinlich nicht so hat wie gegen die anderen Gegner. Also das... Da muss man verdammt aufpassen, wenn es auch noch Tabakovic fehlt, der die Tore schießt, Fitz fehlt, der Lenker und der Denker im Spiel, dann muss man da schon auch vorsichtig sein und aufpassen. Aber wir haben genug auf der Bank, beziehungsweise wir haben genug Ersatz, dass wir gegen die natürlich außer auch... Geld hat er nicht auf der Bank. Geld haben wir nicht auf der Bank, das stimmt. Aber wir haben gute Spieler auf der Bank, die Ausfälle wettmachen können und müssen. Und ich hoffe da deswegen auch auf einen klaren Sieg. Was sagst du zum LASK-Spiel? Ja, aber ganz kurz wollte ich sagen, ja. was bei euch natürlich die Sache auch noch mit verkompliziert ist, ist gegen Klagenfurt ist eigentlich jetzt immer Musik, wenn man halt weiter nach oben rücken will. Genau. Ne? Das kommt noch mit dazu, nicht nur diese mediale Aufmerksamkeit, nicht so arg da wie in anderen Partien, sondern... Ja. Wenn man da wirklich halt was reisen will in Richtung Europacup, dann muss man die Partien gewinnen. Genau, weil wenn du jetzt Salzburg, LASK, Rapid, hast du ein X gehabt, sind 3 Punkte. Wenn du jetzt dagegen Klagenfurt wieder ein X machst dann und Rapid gewinnt zum Beispiel, dann ist es schon ungemein schwerer, mal an Rapid vorbeizukommen bzw. Vierter zu werden. Ja, und das darf nicht das Ziel sein. Also eigentlich... ist der Sieg gegen Klagenfurt für das große Ziel internationale Plätze ein Muss, ein Pflichtsieg. Auch wenn man das nicht so gern hört, aber das ist ein Pflichtsieg. Ich fordere einen Sieg. passt. Dann schauen wir mal, ob es den dementsprechend auch gibt. Was ist beim LASK? Was erwartest du? Ja, wird eine ganz schwere Partie. Ich glaube, ich immer unangenehm. Der LASK früher schon gewesen, jetzt glaube ich mit Didi Kübauer als Trainer noch unangenehmer. Mal schauen jetzt mit diesem neuen Start und haben sie irgendwie auch so ein bisschen einen Heimbonus, sage ich jetzt mal. Ich erwarte ein ganz schweres Spiel, ähnlich jetzt auch wie es gegen die Austria oder gegen Sturm oder Salzburg ist. Also ja. Hängen die Trauben, glaube ich, ziemlich hoch. Okay, gut. Das war's, glaube ich, jetzt mal vom Wiener Derby. War ein super Derby und wir freuen uns jetzt noch mehr auf die nächsten Derbys und sind froh, dass es auf jeden Fall noch eins gibt an Muttertag, 16. Richtig. Mai. 14. Mai. Nachher gibt es mit unserem Meet and Greet beim Milo-Konzert. Genau. Schauen wir mal zu den 2 Teams auch noch, Stefan, oder? Ja, oder schauen wir nicht. Ja, schau mal lieber nicht, aber schau mal doch. Okay, schau mal. Ja. Bitte. Bitte, ja. Rapid in Lafnitz zu Gast gewesen, war Niki Sattelberger endlich mal wieder als Kapitän in der Starthelf mit dabei. Aber ja, ich glaube, es war ziemlich ausgeglichen die ganze Partie, längere Zeit, auch wenn Lafnitz die besseren Chancen hatte. Gerade dann auch ein Fehler durch Sattelbecker, ich glaube, den ein Sitzer von Lafnitz eingeleitet. Orgler stark verbessert im Vergleich zur letzten Partie glaube ich, bis zur 60. der Mann, der eigentlich hier die Rapidler im Spiel gehalten hat. Nach vorne hin war es einfach nicht durchschlagskräftig, nicht zielführend genug, nicht genau genug, was Rapid geboten hat. Nach hinten, sowie leider auch in den letzten Partien, hier und da doch immer mal wieder anfällig. Und dann gab es eigentlich die,
der Knackpunkt, die gelb-rote Karte gegen Niko Bajic. Und ja, für den Laola 1-Kommentator irgendwie die zweite gelbe klar. Für mich weiß es nicht so klar. Er redet von hinten gekommen. Ich finde, er ist seitlich rein und will den Ball spielen, trifft aber den Spieler dann auch. Kann man die zweite gelbe geben, muss sie nicht, finde ich. Ich glaube, hier so kurz vor der Pause wäre es dann okay gewesen zu sagen, Junge, schau, dass du ausgewechselt wirst und in der Kabine bleibst und fertig. So war es natürlich dann, ja, 15 Minuten Unterzahl und für mich da schon fraglich, ob das gut gehen wird, nachdem er zuvor eben auch gewisse Probleme hatte. Dann war es eigentlich auch so, dass Orkler nochmal gut parieren konnte vor dem 1-0 und dann im Nachschuss das Pech hatte, wo er schon lag und mit dem Fuß nochmal hingeht, dass er den Ball nicht wirklich komplett nochmal wegbekommt. Und dann mit 0-1 in Unterzahl war es natürlich noch viel schwerer. Hat nichtsdestotrotz probiert, aber sich dann einfach nur noch das 2-0 eingefangen, wo ich sagen muss, das war wirklich eine schöne Kombination oder schöner Pass und dann auch vollendet von Lafnitz und damit war der Deckel drauf mit dem 2-0. Das heißt, in den letzten fünf Partien dann wirklich ganz schlechte Ausbeute von Rapid 2 und damit hängt man dann mit Witz wieder vollkommen unten drin. Und ja, die nächsten zwei Spiele wären extrem wichtig, dass man da jetzt wieder sich mit einem anderen Gesicht präsentiert und dann halt dementsprechend auch die nötigen Punkte einfährt. Ja, als nächstes hat man jetzt einfach Steyr vor der Brust zu Hause und danach Kaffenberg vor der Brust auch zu Hause. Das sind wirklich Partien, wenn es möglich ist, 6 Punkte zu machen. Naja, klar, wäre es natürlich hervorragend, aber es ist kein Wunschkonzert. Aber man muss wirklich schauen, dass man vielleicht dann halt wenigstens 4 Punkte dann in Hütteldorf behält und dann schaut die ganze Lage schon wieder besser aus. Kommt natürlich auch darauf an, wie die Young Violets dann auch performen und sich präsentieren, weil auch die haben da harte Gegner und mitunter Kontrahenten von unten drin vor der Brust, gerade im übernächsten Spiel. Also ja, sind richtungsweisend für beide Teams die nächsten zwei Partien, sehe ich so. Genau, die Austria hat, also die Young Violets haben leider auch nach 2 Siegen jetzt wieder mal eine Niederlage einstecken müssen, eine sehr unglückliche Niederlage. In der ersten Halbzeit ist man schon in der ersten Minute nach einer schönen Kombination in Führung gegangen. Und aber der Ausgleich ist dann gleich, glaube ich, in der 5. Minute gekommen. Und ja, in der zweiten Halbzeit, in der ersten Halbzeit haben es dann die Dornbirn. Dornbirner, also da war ich, komm, danke, haben es die Dornbirner dann geschafft, noch in Führung zu gehen mit 2-1, obwohl es eigentlich ein sehr rassiges Spiel war und die Austria eigentlich immer sehr gut mitgespielt hat, sogar eigentlich ein bisschen das Spiel in der Hand gehabt hat. Sie haben es sich dann auch noch verdient, den Ausgleich, ein schöner Freistoß von Fischerauer und dadurch ist man dann mit 2-2 in die Halbzeit gegangen und dann ist genau das aufgetreten, was du beim Derby befürchtet hast, dass es eine sehr gute erste Halbzeit war, die zweite kann gar nicht so gut sein und jetzt wird das Spiel ein bisschen abflauen. Genau das ist dann in Wien passiert. Also es war eigentlich eine relativ ruhige erste Halbzeit, wo dann je länger die Halbzeit gedauert hat, die Austria ein bisschen mehr das Spiel wieder in die Hand genommen hat und ein bisschen dominanter aufgetreten ist, um eine Nuance würde ich sagen. Aber in der Nachspielzeit sehr unglücklich, dann das Siegestor für Dornbirn, also 2-3 und deswegen 0 Punkte mitgenommen. Jetzt bleibt man Vorletzter mit 21 Punkten, 4 Punkte Rückstand auf Rapid 2 und damit auch auf das rettende Ufer, auf den 13. Platz. Das heißt, die Austria ist noch mitten im Abstiegskampf und noch überhaupt nicht gerettet nach den 2 Siegen jetzt in den letzten 3 Runden. Muss man jetzt schauen, dass man in den nächsten Runden wieder punktet. Das wird aber nicht leichter. Der nächste Gegner ist der SV Horn. Noch immer 4. in der Tabelle. Obwohl ein bisschen ein Leistungseinbruch in den letzten Wochen, beziehungsweise jetzt am Wochenende haben sie wieder mal gewonnen, aber davor. Ja, wird sehr unangenehm sein. Und dann kommt es zum direkten Duell gegen Sturm Graz, die derzeit Punkte gleich mit Rapid sind. Das heißt, da muss man einfach gewinnen, wenn man in der Liga bleiben will.
dann spreche ich auch von einem Pflichtsieg. Also da fordere ich auch einen Sieg. Und dann kommt Lafnitz. Da muss man es einfach besser machen als jetzt der Rapid 2 am vergangenen Wochenende. Also es kommen jetzt schon wirklich schwierige Spiele auf die Young Violets zu. Aber das sind auch die richtungsweisenden Spiele. Und ich weiß schon gar nicht, wie ich da beim Tippspiel tippen muss, wenn Rapid 2 da jetzt gegen die direkten Konkurrenten spielt, dann muss ich ja eigentlich zu Rapid halten, aber das fällt mir schon sehr schwer. Ich bin schon wieder im Wiggelwoggel. Okay. Ja, dann stand jetzt eben die drei Teams auf den Abstiegsplätzen, Kapfenberg als letzter, die Young Violets vorletzter und Steyr auf Platz 14, knapp über dem Strich eben, wie du gesagt hast, Rapid 2, Sturm 2 und die Admira, die jetzt alle hier in unmittelbarer Schlagdistanz sind, wobei die Admira-Partie am Wochenende ausgefallen hat, noch eine Nachholpartie, wird dann zu sehen sein, wie die da performen oder ob die Zählbares dort holen können. Ansonsten, Stand jetzt sind es wohl dann diese sechs Mannschaften, die drei Absteiger unter sich ausmachen. Und da hast du natürlich völlig recht. Aufgrund des Dauerregens sind einige Partien abgesagt worden. Die werden jetzt am Dienstag nachgeholt. Und unter anderem ist da auch Vorwärts Steyr involviert. Wenn Steyr gewinnt, dann ist Rapid plötzlich auch unterm Strich. Stimmt. Also, dann wird dieses nächste Duell, dann wo wir dann direkt gegen Steyr spielen, noch brisanter. Genau. Also, wir hätten gern weniger Spannung hier in Liga 2 für unsere Teams. Das stimmt, das stimmt. Gut, dann gratuliere ich zur erteilten Lizenz, Rapid. Ja, wir schauen, was bei der Austria-Lizenz mal wieder passiert. Wird ein bisschen spannender, dennoch glaube ich, wenn man so den Verantwortlichen zuhört, dass da eigentlich relativ alles in sicheren Häfen sein wird. Man muss nachbessern, man muss nachsitzen, man muss arbeiten. Eine Alternativfinanzierung wurde nicht geglaubt, das hat nicht gereicht. Deswegen ist die Lizenz nicht erteilt worden. Also es gibt eine positive Fortbestandsprognose für die Austria. Das ist wichtig, weil es ja auch vor allem wirtschaftlich nicht klar ist, ob der Verein noch handlungsfähig ist und finanziell überleben wird. Da hat man sich jetzt von unabhängiger Seite, von Wirtschaftsprüfern, eine Fortbestandsprognose geholt, die auch immer wieder adaptiert wird und aktualisiert wird, den Gegebenheiten angepasst wird und dann quasi erteilt wird. Die ist da, die ist auch da für die nächste Saison, aber da hat man natürlich einen Businessplan ausgearbeitet und dem Businessplan wird mit Einnahmen gerechnet. Und sollten einige dieser Einnahmen ausfallen, gibt es sogenannte Alternativfinanzierungen, die dann quasi schlagend werden und dann eingreifen, wenn der Businessplan nicht aufgeht, um so eben sicherzustellen, dass der Spielbetrieb auch weitergeführt werden kann und der Verein nicht in Insolvenz muss oder insolvent ist. So eine Alternativfinanzierung, der wurde nicht geglaubt von der Firma Quatrex. Ich glaube, das ist eine Firma, die auch nicht so den besten Ruf hat in der Fußballwelt. Aber da kann sich jeder selbst ein Bild machen, wenn man ein bisschen Wikipedia liest oder googelt. Jetzt wird es wahrscheinlich sein, dass die Investoren selbst noch ein paar Sicherheiten locker machen und da quasi selbst zur Verfügung stellen. Wir werden sehen, wie die Liga entscheidet, aber von den Verantwortlichen sind eigentlich nach Aufregung zur Bekanntgabe, wo man eigentlich relativ aggressiv reagiert hat, wo ich auch nicht weiß, was man damit erreichen wollte, sind dann jetzt rund ums Derby relativ beschwichtigende Wortmeldungen gekommen und man hat, glaube ich, sowohl die Mannschaft als auch die Fans ein bisschen beruhigen können und also wenn man dem glauben darf, was Jürgen Werner und Gerhard Krisch von sich gegeben hat und auch Manuel Ortlechner gepostet hat auf Instagram, dann sollte man sich als Fan keine Sorgen machen müssen, weil sie jetzt diese eine Woche nutzen, um die geforderten Unterlagen dann nachzubringen. Am Montag, also gestern, weil ihr hört es ja am Dienstag, tagt die Investorengruppe der Austria und am Donnerstag der Verwaltungsrat und am Freitag, also ich glaube bis 21. April, müssen die Unterlagen dann nachgereicht werden. Also es ist quasi alles in den Bahnen, dass das auch funktioniert und es ist jetzt für die Austria der Hattrick der Nichterteilung der Lizenz in erster Instanz. Das hat man auch geschafft. Ja, aber bis jetzt haben sie es ja immer am Ende wieder gekriegt und ich gehe doch schwer davon aus, dass es auch diesmal am Ende so sein wird. Die Frage ist nur, und wie ist da deine
Gefühlslage oder Befürchtungen? Wird irgendwie eine Strafe geben in Sachen Punkteabzug oder irgendwelche Geschichten? Also ich als Experte für alles, nein. Ich glaube nicht, dass es eine Strafe kriegt, weil letztes Jahr hat man ja die Strafe bekommen, weil man Sachen zu spät abgegeben hat. Das ist dieses Jahr nicht der Fall. Man hat alles fristgerecht abgegeben. Es sind halt zwei Finanzierungen oder diese eine Quatrex-Finanzierung ist da jetzt nicht bewilligt worden angeblich. Ja, also das ist ja auch alles, was in den Foren und in den Medien herumkursiert. Ob das jetzt da wirklich stimmt, ich weiß es nicht. Aber auch Jürgen Werner hat es, glaube ich, bestätigt. Also wird schon ein bisschen was dran sein. Diese Alternativfinanzierung ist irgendwie nicht genehmigt worden und angeblich sind auch 3 Millionen Transfererlöse mit einberechnet, dem man auch nicht geglaubt hat. Also für diese zwei Punkte braucht man jetzt quasi eine Alternativfinanzierung. Die ist aufstellbar, aber es ist jetzt nicht so wie letztes Jahr, wo quasi die Fortbestandsprognose gefehlt hat, die erst nachgereicht werden konnte. Das ist dieses Jahr nicht so. Das heißt, ich glaube nicht, dass man da wieder mit einem Punkteverlust starten muss. Ich will nur sagen, mit Auflagen hat auch der LASK die Lizenz bekommen, die immer wieder aktualisierte Finanzzahlen an die Bundesliga melden müssen. Schuld daran hat natürlich auch die Austria, dass das der LASK jetzt machen muss, weil der LASK jetzt in dem neuen Stadion spielt, da auch eine relativ hohe Geldsumme in das Stadion gesteckt hat und das natürlich auch das LASK-Budget belastet. Und genau so ist ja dann die Austria auch in diesen Teufelskreis gekommen und fast insolvent geworden. Und um das da jetzt da irgendwie zu verhindern, hat man da jetzt schon einmal die Zügel noch enger beim LASK gestellt, glaube ich. Also so habe ich diese Entscheidung zumindest interpretiert. Finde ich eine gute Entscheidung und ich hoffe auch, dass so eine Austria 2.0 dem LASK nicht passiert, sondern dass der aus den Fehlern, die Austria gemacht hat, lernt. Weil das ja auch ein Traditionsverein ist in Österreich. Ja. Ja, schauen wir mal, es bleibt auf jeden Fall auch in diesem Bereich spannend. Also genau. Sportlich spannend, Liga 2 spannend, punkto Abstiegskampf und da auch in Sachen Lizenz mehr Spannung, als sich viele Fans wünschen würden. Wo bleibt es noch spannend? Spannend ist es auch noch, oder war es eigentlich lange Zeit bezüglich der Rapid Vertragsgeschichten, da ist ja schon eigentlich jetzt mittlerweile bekannt, seit längerem, Leo Querfeld konnte verlängert werden, bleibt im Verein erhalten. Dann war die Frage, was passiert mit Niklas Hedel? Da hat jetzt eigentlich der Kurier vermeldet, dass es sehr gut aussieht und Niklas Hedel auch weiterhin Rapidler bleibt. Dann waren zwei Gerüchte über mögliche Interessenten an Jonas Auer und Marco Grüll. Bei Auer hatte sich wohl der Spieler eh schon dafür entschieden, bei Rapid weiterbleiben zu wollen. Das heißt, auch hier wird es eine Vertragsverlängerung geben. Und Marco Grüll wurde in den USA gehandelt bei LA Galaxy. Und da waren jetzt die letzten News, dass Rapid mit dem Angebot aus den USA nicht einverstanden war und im Wechsel zumindest vorerst ein Regel vorgeschoben wurde. Und ich glaube, vor einigen Wochen, Monaten, als Marco Grüll so ziemlich im Formtief gesteckt war, wäre vielleicht der eine oder andere mehr bereit gewesen, ihn abzugeben. Aber jetzt in den letzten Wochen hat er doch wirklich wieder an Performance hinzugewonnen. Ich glaube, dass er wirklich Potenzial hat, war ja schon gerade auch in der letzten Saison stark ersichtlich. Aber viele haben es eh gesagt, so ein bisschen die Leichtigkeit über die letzten Wochen und Monate gefehlt. Hat sich dann, glaube ich, hier und da auch zu viel Druck gemacht und öfters verzettelt. Aber jetzt in den letzten Spielen ist da auf jeden Fall wieder aufsteigende Form zu sehen. Und wenn er natürlich in diese Richtung weitermacht, wäre es natürlich ganz toll, wenn er weiter auch bei Rapid bleibt. Aber ich meine das mit, wo ist noch spannend, meinte ich eigentlich was anderes. Aber auch diese Informationen waren natürlich jetzt ziemlich erquickend. Ich wollte einen Übergang zum Tippspiel schaffen. Ja, ich habe es fast vermutet, aber trotzdem wollte ich es jetzt noch anbringen. Der No-Go-Tipp der Woche. Gut, wir sind beim Tippspiel. Yes, Tippspiel. Schaut wirklich ganz eng und spannend aus da vorne. Für dich nicht. Der Flocki führt mit 19 Punkten.
das Tableau an. Giovanni und der Paddy 55, so wie du, Stefan, folgen mit 17 Zählern. Danach Litschi, auch kein Unbekannter als Tippspielsieger, mit 16 Zählern. Derfnam 028 noch 15, sehr gut im Rennen. Danach ja, mit 13 Punkten auch noch drei Spieler, wo es jetzt nicht unmöglich ist, weil es gibt ja noch einige Partien im April. Also von daher ist noch alles, bis auf jeden Fall vieles möglich. Ja, ich halte mich bis jetzt nobel zurück. Nobel zurück, genau, richtig, ja, danke. Aber es kommt schon noch. Kommt und und hab 6 Punkte. Na, ich würde ja nicht mal sagen, dass meine Tipps schlecht waren. Es waren einfach die Ergebnisse schlecht. Also okay. Ganz klar, so würde ich es auf den Punkt bringen und analysieren. Also ja. Ich kann ja nichts dazu. Eindeutig, der war der Schiedsrichter schuld. Stimmt. Aber ja, insgesamt fielen mir schon einige Punkte auf dich, leider Gottes. Macht es immerhin in diese Richtung etwas einfacher, dass du jetzt anfängst, die nächsten Ergebnisse zu tippen. Genau. Deswegen gehen wir diesbezüglich mal in Medias Res. Wenn du anfangen musst, sag ich die Partien an oder was? Damit's kannst du gerne machen, ja. Okay. Los geht's am Freitag. Beide zwei Teams zeitgleich im Einsatz um 18.10 Uhr. Rapid 2 spielt zu Hause gegen Vorwärts Steyr. Rapid gewinnt 1:0. Der Stefan geht auf ein 1:0. Ich sag 2:1 für Rapid. Dann, wie gesagt, zeitgleich SV Horn gegen die Young Violets. 1:2. 1:2 vom Stefan. Ich sag 3:2 für Horn. Ein Torspektakel. Yes. Gab es ja zuletzt auch schon, okay, zum Leidwesen der Young Violets. Dann am Sonntag um 14.30 Uhr Austria gegen Austria, und zwar die Wiener Austria zu Hause gegen die Klagenfurter. Das wird ein 3:0. 3:0, sagt der Stefan. Und ich sage 3:1. Und Dankeschön. Last but not least haben wir dann noch den LASK gegen Rapid. 2:1. 2:1, sagt der Stefan. Wenn du 2:1 sagst, ich sag 2:2. Hättest du auch 2:1 gesagt? Na, aber okay. Mich hat es jetzt gewundert. Passt schon. Dass ich zum LASK helfe? Oder hilft zum LASK? Nein, dass von dir 2:1 kommt. Ich habe gedacht, da kommt wieder was wie 5:0 oder so. Also, nein, meine Tipps sind realistischer, wie du gemerkt hast. Ja. Ja. Gut. Ja, wir haben auch noch News zum Preis für euch. Ihr wisst ja, wir spielen quasi gegen die Fans. Das heißt, wenn ich verliere, muss ich einen Podcast mit lauter Rapid-Fans moderieren und der Markus umgekehrt. Also das wird sehr schwer für unser Gemüt werden. Aber für euch haben wir jetzt da auch den Preis fixieren können und können ihn jetzt auch bekannt geben. Und zwar ist es ein sportlicher Preis, der diesmal verlost wird. Es geht ins CrossFit-Studio nach Schwechat, ins Naluport CrossFit in Schwechat, wo es einen 10er-Block für den Tippspielgewinner oder die Tippspielgewinnerin gibt, im Wert von 199 Euro. Das ist Dankeschön, dass ihr uns diesen Preis zur Verfügung gestellt habt. Wir werden sehr viel Freude damit haben, den an den Tippspielgewinner oder die Tippspielgewinnerin weitergeben zu können. Und ich hoffe, ihr habt dann auch damit Freude und tippt jetzt nicht absichtlich schlechter, dass ihr keinen Sport machen müsst. Na, der Stefan ist ja schon ein gutes Beispiel. Da geht er dort öfters hin, hat gute Erfahrung und damit diesen Deal dankenswerterweise an Land gezogen. Freut uns natürlich ganz besonders, dass wir hier unterstützt werden. Und wir hoffen halt dementsprechend, dass ihr den Preis gut annehmen werdet und euch dann dort richtig fit macht. Genau. Der No-Go-Tipp der Woche. Ja, das war jetzt eine Folge irgendwie schnell vergangen. Viel zu besprechen gehabt. Mhm. Und ich bin noch immer ein bisschen fertig von dem Derby gestern. Ja, mitgenommen bin ich auch. Ihr hört stimmlich, ist es eigentlich aber nicht nur wegen der Partie gestern. Ich habe mich da wirklich, soweit es ging, zurückgehalten, was nicht sehr gut ging, aber sondern krankheitsbedingt einfach stimmlich ein bisschen da nieder. Aber das wird auch wieder besser werden.
so wie hoffentlich auch meine Tippspielleistung wieder besser werden. Und ja, für euch gibt's wie schon angesprochen jede Menge zu hören. Nicht nur jeden Dienstag No-Go am Start, sondern eben auch mit unseren Specials. Dazu, wir haben es schon mal kurz erwähnt, zuletzt das Andi Okris Special seit letztem Freitag online. Wer es noch nicht gehört hat, kann dies gerne jederzeit nachholen. Und ansonsten natürlich auch, habt ihr uns gehört vielleicht, das Fanbarometer ist und war wieder am Start vor dem Wiener Derby. Haben Austrianer und Rapidler ihre Tipps und Meinungen zum anstehenden 339. Derby bekannt gegeben. Dieses Special gibt es auf unseren Social-Media-Plattformen zu hören, beziehungsweise auch auf YouTube. Und dort bekommt ihr natürlich immer auch wieder News, Statistiken und sonstigen Input von uns. Das heißt, dort, wenn uns dort folgt und mitverfolgt, dann kann man auf jeden Fall nichts verkehrt machen. Dem ist eigentlich wenig hinzuzufügen, außer dass wir für euch erreichbar sind, in erster Linie unter nogo.wien@gmail.com. Da kommt ihr ganz persönlich in unseren Posteingang. Wir sind natürlich auch für etwaige Anfragen, Tipps, Kritik und Anliegen für euch auf den Social-Media-Kanälen da, egal ob Facebook, Twitter oder Instagram, wir sind erreichbar unter nogo.wien oder nogo.wien, je nachdem, was die Registrierung zugelassen hat, und wir freuen uns, mit euch in Interaktion treten zu dürfen. So schaut's aus. Schreibt uns gerne und wir stehen natürlich dann auch ebenso gerne Rede und Antwort. Genau, in diesem Sinne, Markus, ich wünsche deiner Stimme alles Gute, viel Honig essen, trinken, das ölt die Stimmbänder. Und ich versuchen. Freue mich auf dich nächste Woche, spätestens am Dienstag hören wir uns wieder. Alles klar, macht's gut da draußen, bis auf bald, schöne Woche, ciao, baba. Ciao.